Ja, hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. Hier spricht der Andreas. Und in der Selbstständigkeit kommt ja gefühlt täglich neue Herausforderungen auf uns zu. Und dann gibt es dann auch noch so einen Spruch, selbst und ständig arbeiten. Aber muss es wirklich sein oder kann man auch eine Selbstständigkeit aufbauen mit ganz viel Lebensfreude? Und genau der Frage werden wir uns heute widmen. Und ich habe natürlich auch wieder Unterstützung mitgebracht und habe mir den absoluten Lebensfreude-Experten Philippe Baumeister eingeladen und sage herzlich willkommen, Philippe. Dankeschön, vielen Dank, Andreas. Danke für deine Einladung und vielen Dank für deine sehr herzlichen, wundervollen Worte Sehr, sehr und gerne. dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns ein paar Fragen beantwortest. Aber leg vielleicht gleich mal los. Wer ist denn der Philippe? Stell dich mal ganz kurz vor, dass sich die Menschen kennenlernen. Okay, perfekt. Genau, also mein Name ist Philippe Baumeister. Ich komme aus der Region Heidelberg. Bin hier in Deutschland geboren. Meine Mutter ist aber Brasilianerin und bin nach meinem Abitur für 7 Jahre nach Brasilien ausgewandert sozusagen. Habe dort meine Lebensfreude, mein Lebensglück gesucht. Informatik studiert, war da nicht ganz so mein Ding und habe mich jetzt ein bisschen neu ausgerichtet und genau, bin jetzt Coach für Lebensfreude und Lebensglück geworden, einfach um die Menschen ja, zu begleiten in ihrem Prozess, in ihre Erfüllung, in ihre absolute Lebensfreude, in ihr absolutes Glück, vor allem Selbstständige und Unternehmer, da auch in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum absolute Lebensfreude jeden Tag zu finden und dieses zu leben. Das liegt mir ganz, ganz, ganz stark am Herzen. Es ist mir ganz wichtig, dass wir als Menschheit einfach erfüllt leben und einfach ja, unsere Lebensfreude täglich erreichen und nicht ab und zu mal, wenn was Gutes passiert. Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. Und das kann ich jetzt natürlich nochmal unterstreichen. Also immer, wenn man so mit Philippe in den Call kommt, ja, dann ist schon alleine durch die Anwesenheit ist schon mal ein bisschen mehr Lebensfreude in uns. Richtig, richtig viel Energie. Wunderbar. Ja, finde ich ganz, ganz, du hast meine zweite Frage schon so ein bisschen Teaser, sage ich jetzt mal. Ich frage nochmal nach, weil es für mich einfach immer ganz, ganz interessant ist, wie die Menschen denn zu ihrer Leidenschaft finden. Und du hast ja jetzt schon mal kurz gesagt, du hast etwas ausprobiert, also das Thema IT. Und das war jetzt nicht so wirklich das Deine. Wo war so bei dir so der Punkt, wo du zu deiner Leidenschaft gefunden hast? Ich glaube, es war sogar in einer Krise, in meiner persönlichen Lebenskrise, wo ich gespürt habe, okay, Informatik ist es auf jeden Fall nicht. Und da habe ich gespürt, okay, irgendwas in mir sträubt sich da komplett dagegen und könnte ich mir gar nicht vorstellen, das bis an mein Lebensende zu machen. Also jetzt nicht, weil ich das Gebiet uninteressant finde, aber einfach, weil es nicht zu mir passt, weil mein Hauptantrieb Menschen sind. Und ich sage, okay, mir ist es ganz wichtig, Menschen voranzutreiben und mit Menschen zu arbeiten. Und deshalb hat es mich ja jeden Tag irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, ein bisschen fertig gemacht, dass ich mich gefragt habe, jeden Tag, was ist der Sinn dahinter, warum ich jeden Tag zur Arbeit gehe. Und das war dann so der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich muss was finden, was mich erfüllt. Ich muss was finden, was mir Spaß macht, weil ansonsten gehe ich ein, sozusagen. Egal wie gesund mein Lifestyle wäre, egal wie, ja, wie äußerlich erfüllt ich mich fühlen würde, aber die Arbeit muss für mich sinnstiftend sein. Also das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und deshalb habe ich dann geschaut, okay, was liegt mir, was macht mir Spaß? War natürlich auch nicht von heute auf morgen, es war ein längerer Prozess. Und habe dann verschiedene Analysen gemacht von meiner Persönlichkeit, habe mich selbst immer wieder reflektiert, was treibt mich an im Leben, was ist mir besonders wichtig. Habe auch immer meinen tieferen Grund gesucht, warum ich hier bin. Ich glaube sehr an einen Schöpfer oder dass es eine höhere Macht gibt und habe mich gefragt, so, warum bin ich hier auf der Erde? So, gibt es irgendeinen Sinn, den ich erfüllen soll, irgendwas, was ich weitergeben soll? Und da kamen dann mit der Zeit immer mehr Menschen, 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 Menschen. Ich liebe es, mit den Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, zu erfahren, was die Menschen begeistert, was die Menschen inspiriert, was uns einfach antreibt, morgens aus dem Bett zu gehen, morgens aus dem Bett hoffentlich zu springen. Voller Leidenschaft, schon voller Tatendrang und zu sagen, heute darf ich mich meiner größten Leidenschaft widmen. Egal, was es jetzt ist, sei es jetzt Kunst, sei es jetzt Musik, sei es jetzt Menschen, sei es jetzt Informatik, Systeme. Jeder hat seine eigene Leidenschaft, jeder hat sein eigenes Hobby, was ihm Sinn gibt. Und genau da
glaube ich, sehr stark daran, wenn wir als Menschen das ausüben, was uns am allermeisten Spaß macht, was uns am meisten erfüllt, dann blühen wir auch als Menschheit einfach als Konsequenz davon, einfach weil wir jeden Tag voller Freude unsere Arbeit ausführen können. Das ist mein Tipp. Ja, wunderbar. Also du hast das sehr, sehr schön umschrieben und man merkt halt eben in deiner Story, wie wichtig es ist, dass man zuerst mal zu sich selbst findet. Ja, also zum Beispiel in meiner Arbeit denken immer viel, es geht um Marketing, ja, also dass irgendwelche Marketing-Tricks und Hacks bei mir lernen. Aber die erste Frage, um was es geht, ja, wer bist du eigentlich selbst? Ja, also wie tickst du innerlich? Und auch so das Thema, das Warum zu kennen, seine Leidenschaft zu entdecken. Das ist ja im Prinzip unser innerlicher Antrieb. Ja, und wenn wir den nicht haben, dann wird es am Weg, egal wie leicht oder schwer der Weg ist, werden wir scheitern, weil wir werden irgendwann mal aufhören zu gehen. Ja, und darum ist es immer ganz wichtig, dass man am Anfang so mal versteht, okay, für was bin ich denn überhaupt angetreten? Ja, was ist überhaupt so mein Ding? Ja, und wir haben ja bei unserem Vorgespräch schon bemerkt, dass wir ganz viele Ähnlichkeiten haben. Also ich bin jetzt von der IT-Branche, aber ich habe auch war auch in einem Angestelltenverhältnis und da war ja auch so der Punkt, okay, ich habe zwar die Tätigkeit an sich, also es ist um das Thema Prozessoptimierung gegangen, das habe ich auch gut gekannt und das war auch eine gute Fähigkeit von mir, die was ich heute auch nur immer zum Teil ausüben darf, aber es war halt einfach das Warum dahinter, das hat nicht mehr gestimmt. Und ja, wie du vorher gesagt hast, da gehst du ein. Wenn du das weitermachst, wenn dein innerer Antrieb eigentlich in eine andere Richtung zieht, als wie was du eigentlich machen möchtest. Ja, Ja. wow, mega gut auf den Punkt gebracht. Wunderbar. Dankeschön. Ja, yes, sehr gut. Und wir wollen uns ja heute unterhalten, halt eben, was denn ja bei den Selbstständigen oft so ein bisschen zum Unglück führt, ja, oder warum denkst du, sind viele Selbstständige unglücklich? Also ich glaube, ein großer Grund kann sein, der falsche Antrieb. Weil wir können uns auch für einen Antrieb sozusagen entscheiden. Und also wir haben sechs menschliche Grundbedürfnisse in uns drin. Der erste ist Sicherheit. Wir brauchen auch das Gefühl von Sicherheit, dass wir uns wohlfühlen, dass um uns gesorgt ist. Trotzdem brauchen wir auch gleichzeitig Abwechslung. Wenn wir jeden Tag nur dasselbe machen würden, würden wir auch fast verrückt werden. Wir brauchen Signifikanz oder Bedeutsamkeit. Das heißt, dass wir uns wichtig, dass wir uns gebraucht fühlen. Dann brauchen wir Liebe und Verbundenheit als menschliches Bedürfnis, einfach sich mit dem Nächsten, mit deiner Familie, den Menschen, die du liebst, zu verbinden. Und dann die zwei höchsten Antriebe sind Wachstum, spiritueller Wachstum, körperlicher, mentaler, emotionaler Wachstum und Beitrag zurückgeben und einfach geben, einfach Beitrag leisten. Und wenn unser Hauptantrieb vor allem Sicherheit ist und Signifikanz, das heißt, dass wir nur den nächsten Schritt wagen, wenn wir wissen, okay, das muss funktionieren, das muss klappen. Oder ich probiere das nur aus, wenn ich weiß, okay, ich habe 80, 90, 100% Sicherheit. Seien wir mal ehrlich, Andreas, was ist wirklich hundertprozentig sicher im Leben? Ja, nichts. Wenn wir raus in die Natur schauen, ist es immer Wachstum oder Zerfall. Es gibt kein Gleichbleiben. Verschiedene Erfolgsstrategien, Erfolgsrezepte, die funktionieren. Ansonsten wären nicht viele Stars jahrelang an der Spitze, unangefochten sozusagen. Also es gibt Erfolgsrezepte, aber wirklich die Sicherheit, dass es absolut funktioniert, genauso wie du es dir vorstellst, gibt es kaum oder wird sehr, sehr schwierig. Und der zweite innere Antrieb, der manchmal ein bisschen ja, stärker wird, ist die Signifikanz, die Bedeutsamkeit. Dass wir sagen, so, okay, ich gehe jetzt raus, damit ich der eine bin, der es schafft. Ich will der Selfmade-Millionär sein. Ich will das sein. Ich will das sein. Die Menschen sollen mich so sehen. Und es ist halt, ja, sag ich mal so, zur Spiritualität ein bisschen ego-driven. Das führt dann letztendlich auch meistens zu, ja, einer gewissen Unzufriedenheit, auch zu einem gewissen inneren emotionalen Schmerz manchmal, weil wir uns vielleicht eine Erwartung erhoffen, dass Menschen so und so auf uns reagieren,
Also ich bin selbst auch schuldig, ich habe es auch schon durchgemacht sozusagen. Menschen dann aber anders reagieren, es anders kommt, als wir uns erhofft haben und dann fühlen wir uns enttäuscht. Und das führt oftmals zu Unglück, dass wir uns dann sagen, so, okay, ich mache das und das und dann werden die Menschen mich so sehen und dann werden die Menschen mich so sehen. Dann werden die Menschen vielleicht so von mir denken. Aber wenn wir immer nur in diesem Modus sind von, was werden die Menschen von mir denken, was werden die Menschen von mir sagen, ich glaube, wir haben alle die Erfahrung selbst schon durchgemacht. Wir erfahren sehr häufig, ja, Enttäuschungen dadurch. Und die Lösung, sage ich mal, ist, oder eine Lösung davon ist, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon gefragt ist, Andreas, oder nur, du hast ja gefragt, was uns unglücklich macht, aber Ja, gibt es mach einfach weiter, du bist gerade im Flow. Und eine Lösung ist, sich auf deinen persönlichen Wachstum zu konzentrieren, also sich nicht mit anderen zu vergleichen, nicht zu sagen, ah, der ist schon da vorne oder ich habe jetzt den überholt oder sowas, sondern auf dich, auf deinen eigenen Wachstum zu konzentrieren. Bist du heute einen Schritt weiter als gestern? Bist du morgen einen Schritt weiter als heute? Und einfach immer wieder in diesen Wachstum reinzukommen, was uns sehr, sehr erfüllt, zu spüren, es geht vorwärts, ich habe was Neues gelernt, ich habe was Neues ausprobiert. Es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Wir lernen ja am besten durch unsere Fehler. Und zweitens auch wieder in dieses Geben zu kommen, in diesen Beitrag leisten, in diesem einfach Gutes tun. Manchmal auch ohne Grund, sage ich mal. Wer es schon gemacht hat, der kennt es sehr, sehr intensiv, wie gut es sich anfühlt, einfach mal das Richtige zu tun, einfach was Gutes zu leisten. Wer es noch nicht ausprobiert hat, den lade ich wirklich sehr herzlich dazu ein. Es ist ein wundervolles Gefühl, auch für dich einfach zu spüren, so, hey, ich habe jetzt jemandem geholfen, nicht weil ich irgendwas erwarte, nicht weil ich erwarte, dass er mir irgendwas zurückgibt oder dass mir das Leben irgendwas zurückgibt, sondern einfach nur, um zu sagen, so, ich habe jemandem geholfen, einfach weil ich spüre, es fühlt sich richtig an. Und je öfter du in diesen Lebensflow, sage ich mal, reinkommt, desto automatisch kommt viel mehr zu dir zurück und du fühlst dich auch glücklicher. Also ich sage immer, es ist sehr, sehr schwierig, eine Person oder ein Lebewesen glücklich zu machen und du selbst bist unglücklich. Normalerweise lachst du auch fast immer mit. Du bist dann auch Das einer stimmt. der besten, selbst egoistischen Methoden, Glück zu fühlen, ist andere Menschen oder andere Lebewesen glücklich zu machen. Ja, definitiv. Also, da hast du jetzt ein paar wirklich ganz, ganz hervorragende Sachen gesagt, ja, wo man auch schon ansetzen kann, ja, dass man sagt, also A, natürlich das Thema Sicherheit. Also ich habe zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit auch ganz schwer gehabt mit dem Thema Sicherheit, weil ich habe auch immer so die eine Lösung gesucht, die was dann sicher funktioniert, ja. Wenn es irgendwer hat, schickt es mir vorbei. Ich kenne es nicht, ja, ich habe es nicht gefunden und ich habe lange gesucht. Und das ist auch so der Punkt, denn was für mich immer so die Aufgabe ist, dass man nicht den einen Weg jemanden aufdrückt, sondern wirklich mit der Person, der ihren Weg findet, ja. Das ist, glaube, finde ich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich so im Stadium des Staates gerade befindet, ja, und dann schaut man so in sein Handy und überall sieht man, das ist die eine Sache, die was du machen musst, dann wirst du erfolgreich, dann wirst du glücklich. Das gibt es nicht, ja, weil wir sind individuell, jeder ist irgendwie anders, ja, zum Glück, ja, sind wir froh darüber. Und deswegen ist es wichtig, dass man so seinen eigenen Weg findet, und da halt ganz, ganz individuell rangeht, ja. Und dann hast du auch noch einen Punkt angesprochen, der was uns, ja, ich glaube, wir können gar nicht so richtig aus, ja. Das ist das Thema Vergleich. Man sieht jeden Tag irgendjemanden, der weiter ist als wir, der mehr Geld verdient, mehr Freizeit hat, wie auch immer, ja. Also auch wenn man sich nur vorstellen, dass er das hat, weil oft kann man es gar nicht wirklich beweisen, ja. Aber das ist, glaube ich, was wichtig ist, dass man immer wieder so zu sich selbst zurückfindet, ja. Also was kann ich, du hast das jetzt vorher auch gerade genau richtig gesagt, also was kann ich denn 1% mehr machen heute oder anders machen, besser machen, damit ich vorankomme, ja, dann habe ich selbst in der Hand, wann ich natürlich immer nur sage, ja, der hat das schon, der hat dieses, der hat jenes,
der muss nicht so viel arbeiten, keine Ahnung, also was jetzt gerade Ziel ist oder was gerade sein, sag ich mal, der persönliche Erfolg ist, weil viele haben halt so das Geld im Kopf, der andere hat bei mir zum Beispiel mehr so die Zeit, ja, also für mich ist Zeit viel wichtiger als wie Geld, obwohl beides wichtig ist und beides richtig ist und jeder hat jetzt so seine Vorstellung und dass man wirklich dann das selbst in der Hand hat, was man machen kann, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ja. Habe jetzt noch irgendeinen Punkt vergessen, was ich noch sagen wollte. Nein, also mir fällt es zumindest nicht mehr ein. Kommt bestimmt gleich wieder. Genau, sehr gut. Ja, gut, dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Und ja, du hast es so ein bisschen vorgegriffen, meine nächste Frage. Aber wie sieht für dich der Fahrplan aus, um wirklich mehr Lebensfreude in sein Leben zu bringen? Was kannst du unseren Zuhörern mitgeben auf dem Weg? ist natürlich immer ein großes Thema, weil Lebensglück ja sehr, sehr individuell ist. Und trotzdem haben wir aber verschiedene Muster als Menschen, ja, in denen wir uns sehr, sehr ähneln und was uns als Menschen trotzdem immer alle eigentlich glücklich macht. Was mir immer persönlich sehr, sehr gut tut, was auch halt einfach hormonell bedingt bei jedem Menschen gleich ist, ist, wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport machen, wenn wir unseren Körper bewegen. Am besten mit einer guten Physiologie, das heißt, dass unser Körper aufrecht, dass wir aufrecht da stehen oder sitzen und du einfach deinen Lieblingssport für dich findest, zum Beispiel. Also Sport finde ich ein sehr, sehr großes Thema für Glück, einfach weil ja hormonell bedingt so viele Glückshormone ausgeschüttet werden, Serotonin, Dopamin, Oxytocin, die ganzen Glückswachstumshormone. Und da einfach den Sport zu finden, der zu dir passt. Vielleicht magst du eher was Ruhiges, was Entspannteres. Vielleicht magst du eher was, ja, Extrovertierteres, was Ausrastenderes. Und auch dir selbst überlassen. Vielleicht magst du Sport, der eher für dich alleine ist, vielleicht eher Sport in der Gruppe. Aber da auch einfach immer wieder auszuprobieren, neue Sportarten, neue Sachen ausprobieren. Das hält uns auch immer jung und glücklich, sage ich mal, neue Sachen auszuprobieren, auf eine Weise, wie wir es davor noch nicht gemacht haben, auch weil es unser Gehirn wieder anregt, neue neuronale Netzwerke bildet. Also Sport ist ein sehr, sehr großes Thema, was ich jedem ans Herz lege. Dann auch dein Fokus, also worauf du dich fokussierst. Fokussierst du dich auf all die Dinge, die gerade nicht so gut laufen in deinem Leben? Oder fokussierst du dich auf die Dinge, die du hast in deinem Leben, für die du dankbar bist, wo du sagst, wow, das fühlt sich einfach mega gut an, das jetzt in meinem Leben zu spüren? Oder auch auf deine Ziele, was dich antreibt, wo du sagst, hey, da mag ich hinkommen. Und auch nochmal zum Thema Vergleich, weil es ja wirklich ein sehr, sehr großes Thema ist, gerade auch in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum. Ich dachte für sehr, sehr lange Zeit, dass Neid vor allem auch ein negatives Gefühl ist oder zu sagen, so, hey, der ist schon weiter oder so. Aber ich habe den Ansatz genommen, habe ich von Jay Shetty übernommen, zu sagen, wenn du Neid fühlst, dann siehst du auch eher als Antrieb zu sehen, zu sagen, so, hey, da möchte ich vielleicht auch hin. Weil normalerweise ist ja dieses Gefühl von, hey, da möchte ich auch hin, warum hat er das und ich das? Das sozusagen so ein bisschen auszublenden oder warum hat die Person das und ich nicht? Und einfach zu sagen, hey, ich sehe den Antrieb daran und wie komme ich da jetzt am schnellsten, am besten, am effektivsten hin? Und ja, normalerweise wirst du immer Mehrwert schöpfen für die Menschheit, für die Gesellschaft. Je mehr Wert du schöpfst, desto schneller kommst du dahin. Und dann ist es wieder, wird es zu einem positiven Antrieb sozusagen. Und genau, also hier auch zum Beispiel dein Fokus, wo du deinen Fokus ausrichtest auf deine Ziele, dass du sagst, hey, das fühlt sich gut an, das verfolge ich einfach, oder sagst du, ah, das habe ich jetzt noch nicht und das habe ich noch nicht und das habe ich noch nicht, dann wirst du dich eher immer in einen negativen Zustand bringen, der dir wahrscheinlich nicht viel Freude bereitet. Und das Letzte ist auch noch unsere Ausdrucksweise, was auch noch sehr viel ausmacht. Das heißt, wie du dich ausdrückst, die Worte, die du benutzt. Sagst du andauernd, du hast Probleme oder ein Problem oder Herausforderungen oder das läuft schlecht oder es geht mittelmäßig oder meine Worte sind mega, phänomenal, super. Allein wie du deine Erfahrung beschreibst, ändert schon deine ganze Erfahrung selbst, wenn du sagst, hey, ich war gestern einkaufen, es war okay. Oder sagst du, wow, das war ekstatisch, es war mega, es hat riesen Spaß gemacht. Einfach zuhören, spürst du schon, da kommen ganz andere Gefühle auf. Also diese drei Aspekte, so wie du deinen Körper benutzt, wie du deinen Körper bewegst,
ja, schüttet sehr viele Glückshormone aus, worauf dein Fokus ausgerichtet ist, worauf du dich fokussierst und die Sprache, die du benutzt, die Worte, die du benutzt. Und wenn du das alles drei in einem bewussten Zustand machst, dass du sagst, hey, du versuchst mit allen dreien immer in eine positive Richtung zu lenken, dann ja, gibt es eigentlich kein Zurück, Da außer in gibt die Vorwärts. es keine Ausreden mehr. Da gibt es Ausreden. Ja, sehr, sehr cool, ja. Ja, das stimmt. Also den Dreiklang, den kann man sich definitiv mitnehmen, ja. Also das Thema Sport, für mich sind ganz ein wichtiges Thema, weil ich merke es bei mir immer total. Also ich habe auch so meine Phasen, wo ich keinen Sport mache, ja, wo ich so selbst glaube, okay, ich habe jetzt keine Zeit. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe keine Zeit, weil jeder hat gleich viel Zeit. Und das mache ich dann nachher, ja. Aber ich merke sofort, dass wenn ich eine Zeit lang keinen Sport mache, keine Bewegung mache, dass sofort das Level nach unten geht, ja. Also auch energietechnisch. Und wie gut bin ich drauf, ja, wie gut kann ich schlafen, wie gut komme ich aus dem Bett, ja, wie du vorher gesagt hast, springst du aus dem Bett oder, und das merke ich sofort, wenn halt eben längere Zeit keine Bewegung drinnen ist, ja, und ja, Thema Fokus, glaube ich, jeder, der was selbstständig ist und viel schaffen möchte und viel Wert nach draußen tragen möchte, darf sich auf die richtigen Dinge fokussieren und der dritte Punkt, also dass man so, wie man mit sich selbst spricht, ja, also ich sage ja immer, wir achten so sehr drauf, was wir zu anderen sagen, damit die nicht beleidigt sind, keine schlechte Meinung haben von uns, wie auch immer. Aber wie oft sagt man unbewusst vielleicht auch, Mann, was bin ich für ein Idiot oder wie auch immer, ja, also wie man mit sich selbst spricht, ist ja eigentlich brutal. Also, wenn jetzt irgendein Freund von uns mit uns so sprechen würde, der wird nie wieder eingeladen. Das, da hast du ein mega Stichwort gesagt und ein Gedanke, der mir direkt kam, den ich selbst auch oft anwende, ist, wenn du dich selbst, wir haben ja manchmal Momente, wo wir uns ein bisschen niedrig machen wollen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, dann frage ich mich selbst oft, was würdest du einem guten Freund raten? Normalerweise würdest du nicht raten, so, ja, lass es sein, nee, du bist einfach zu blöd dazu, so, normalerweise würdest du nicht jemanden raten. Oder auch ein Beispiel, das ich auch liebe, ist, wenn du ein Kind hast, ein Baby hast, das gerade anfängt zu laufen und dann zwei, dreimal hinfällt, wirst du dann eher sagen, lass es sein, du bist nicht zum Laufen geboren. Keine Chance, gib's einfach auf. Oder wirst du sagen, versuch's nochmal und nochmal und nochmal, bis es klappt. Und wir sind manchmal sehr, sehr ungeduldig mit uns selbst. Das ist auch eine Tugend, die wir lernen dürfen, einfach. Ja, auch hier wieder, immer wieder den Fortschritt zu sehen. Immer wieder zu sehen, was habe ich gelernt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und immer wieder den Fortschritt zu beobachten, den Prozess zu genießen und nicht sich andauernd zu fragen, bin ich jetzt schon dort? 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 Wie so ein quengelndes Kind hinten im Auto. Ja, genau. Definitiv. Also was mir da zum Beispiel, also ich bin jetzt ein Mensch, der ich brauche ganz, ganz oft Feedback. Ja, also ich baue in meinen Tag auch ganz häufig so Feedback-Schleifen ein, die was ich jetzt mir selbst dann auch geben kann, wenn es halt nicht von außen kommt. Also ich mache das schon ganz, ganz lange, also eben so ein Journal zu führen, ja. Also mal kurz herzeigen, liegt auch hier. Also ein Journal zu führen, und wirklich auch die kleinen Erfolge, was man untertags hat, ja. Also das muss ja nicht immer der 5-Millionen-Dollar-Abschluss sein, sondern das kann ja genauso auch, keine Ahnung, ich habe es endlich geschafft, Sport zu machen zum Beispiel, oder bin eine Runde spazieren gegangen, wie auch immer, ja. Also wirklich auch die kleinen Dinge zu notieren, weil man halt in einen viel besseren Flow kommt. Also mir geht es zumindest so, dass ich dann immer, okay, das mache ich immer in der Früh. Also ich schaue immer, okay, wie das in der Früh in die richtige Energie komme. Und das hilft mir zum Beispiel total, wenn ich mich erinnere, okay, was gestern gut gelaufen ist. Ja. Und wie gesagt, also da stehen jetzt nicht jeden Tag fünf Dinge drinnen, die was so bombastisch sind, aber einfach, dass man in die richtige Richtung
wieder hat. Mega, mega. Ja, sehr Wundervoll. cool. Ja gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage, zu meiner Zweitlieblingsfrage, so nenne ich das immer. Jetzt bin ich gespannt. Und du hast ja uns jetzt schon ganz, ganz viele Tipps mitgegeben. Und wenn man jetzt so durch Instagram und Co. scrollt, und es findet man auch immer total viele Tipps. Und oft weiß man gar nicht mehr, was für einen Tipp soll man denn jetzt eigentlich umsetzen. Und deswegen stelle ich die Frage auch immer so gerne, wenn du nur einen einzigen Tipp hergeben dürftest, was wäre das für ein Tipp? Ich würde sagen, fokussiere dich auf die zwei Sachen, Wachstum und Geben. Wachstum und Sehr Geben. schön. Fokussiere dich jeden Tag darauf und ich kann dir versprechen, du wirst bis an dein Lebensende glücklich sein. Also ich bin jetzt noch keine 80, 90. Ja. Aber ja, auch viele Menschen, die ich sehr, sehr, sehr bewundere, die jetzt schon fortgeschrittenen Alters sind, haben auch gesagt, Wachstum und Fortschritt. Und zurückgeben an die Menschheit, an die Gesellschaft, an dein Kind, an dein Haustier, an was auch immer, an die Umwelt, woran du glaubst, wofür du stehst. Das wird dich bis an dein Lebensende glücklich machen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr guter Tipp. Und jetzt kommt es mir nämlich auch wieder, was ich vorher sagen wollte. Schau, irgendwann kommt es wieder zurück. Du Wieder. hast vorher das Thema Geben ja schon mal angesprochen, dass das ganz wichtig ist. Und da hast du ja gesagt, dass das auch, ohne dass man irgendeine Erwartung hat, ja, dass was zurückkommt, dass man einfach gibt, das Nächstenliebe, ja. Und ich habe ja für mich ja immer so einen Spruch, den was ich mir immer sage, ja, also gib alles ohne was zu erwarten, weil dann wirst du bekommen, was du dir nie erträumt hast. Und das ist wirklich so. Also wenn du das verinnerlicht hast, du wirst automatisch wieder was zurückbekommen. Auch wenn es jetzt nicht sofort, also dass du jetzt irgendwie einen Tipp hergibst, den was du normalerweise nur um 5.000 Euro verkaufst, und schenkst ihn her. Du wirst, wenn nicht von derselben Person das zurückbekommen, du bekommst es auf irgendeine andere Art und Weise zurück. Ja. Ja, 100%. Und Ja. wundervolles Motto. Wunder, wunder, wundervolles Motto, Andreas. Und genau der gleiche Gedanke kam mir auch. Oftmals bekommst du es nicht von der Person zurück, der du geholfen hast, aber von irgendwo anders, wo du es dann am wenigsten erwartest. Und wenn du ein sehr, sehr, sehr gebender Mensch bist, und dann gebe ich auch noch den Tipp, erlaube dir auch zu empfangen. Erlaube dir auch, ja zu sagen. Weil wenn eine andere Person dir helfen mag, dann viele haben in uns dieses, ah, das darf ich jetzt nicht annehmen und ah, das ist vielleicht viel. Und aber wenn du dir mal vorstellst, du willst einem Freund helfen, wirklich aus reinem Herzen, und er unterschlägt und sagt, nee, nee, das will ich nicht, wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich besser oder schlechter? Und normalerweise eher schlechter. Also wenn jemand dir Hilfe anbietet, wenn jemand für dich da ist, dann ja, einfach auch zu akzeptieren, wieder lernen zu Ja. empfangen. Oftmals sagen jetzt auch so, oh, das habe ich noch nicht verdient und dies und jenes, aber wenn es das Leben dir anbietet, wenn es das Leben dir schenkt, mit Freude, dann genau auch wieder lernen anzunehmen. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Ich glaube, den könnte man ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Da bin ich wirklich oft so, dass ich sage, nein, nein, passt schon, aber egal. Sehr, sehr gut. Ja, dann komme ich schon zu meiner letzten Frage. Und zwar, wenn jetzt jemand sagt, etwas zuhört, und sagt, ja, in das Thema möchte ich ein bisschen mehr einsteigen, Philippe möchte gerne mal in Kontakt treten oder zusammenarbeiten. Wie kann man dich erreichen und wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also da könnt ihr einfach mich kontaktieren. Also auf allen sozialen Medien bin ich vertreten: Instagram, Facebook, LinkedIn, oder auch über die Homepage philippbaumeister.com. Genau, und dann können wir ein Einzelgespräch ausmachen, wo wir uns kennenlernen, du mir deine Situation schilderst und wir einfach tief eintauchen, so wo ist vielleicht gerade der Engpass, wo ist eine Hürde, wo gibt es eine Blockade. Und was ist das Ziel? Wo willst du unbedingt hinkommen? Was ist dein absolutes Traumleben? Was bedeutet überhaupt Glückseligkeit, Erfülltheit für dich? Und genau, dass wir da einfach alles rauskitzeln. Weil normalerweise haben wir alle Antworten schon in uns drin. Sie sind nur irgendwo ziemlich verborgen. Und gerne hilft dann, diese Schatzkiste auszugraben und gemeinsam zu öffnen und
genau in die komplette Lebensfreude einzutauchen. Sehr, sehr gut. Also ich kann es jedem empfehlen. Also ich bin dem Gespräch nachgegangen und ja, man sieht es an meinem Lächeln, also es hat gewirkt. Sehr, sehr gut. Ja, wunderbar. Also wir werden das natürlich gerne auch in den Shownotes verlinken, also dass man dann gleich zu dir kommt auf die Webseite oder eben auf deinen Social-Media-Kanäle. Und ja, also ich kann nur eines sagen. Herzlichen Dank für deine Zeit und für deine wertvollen Tipps, die was du mit uns geteilt hast und den Einblick in deine Welt. Vielen Dank, auch Riesendank, Andreas, nochmal, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für das Interview und für die Episode. Auch Riesendank für deine Zeit. Genau, und auch vor allem für dich als Zuhörer, für dein Vertrauen, für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Das sehe ich wirklich auch nicht als selbstverständlich an. Genau, du bist auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön gesagt. Wunderbar. Dann sage ich auch nochmal Danke und ja, dir einen schönen Tag und allen anderen auch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr euch das gerade ansetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.